Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen nochmal ganz kurz hier aus Argentinien noch einmal, wenn man so sagen will. Sorry meinerseits, kleine Panne bei der Aufnahme. Warum auch immer, das weiß ich selber noch nicht genau, war meine Festplatte voll, wo ich Aufnahmen habe. Und ja, das ist auch noch eigentlich nie passiert, aber egal. Jetzt ist es einmal passiert und ihr konntet leider die Epic Stage nur ganz kurz noch genießen. Ich kann euch aber das Ergebnis jetzt mal zumindest präsentieren. Leider habe ich auch kein Replay mehr, da bin ich schon weitergegangen. Hab zufällig heute am Abend den ersten Tag, die erste Live-Etappe auf The Zone gesehen von Monaco, wie es losgefahren sind, in echt, in real. Und ja, war ganz interessant, die Fords hatten da in der ersten Etappe, ich glaube von, ich weiß nicht, waren sechs Ford, vier Probleme, da hat das Water aufgeleuchtet am Display bei allen vier Fords, glaube ich. Unfassbar, dass sowas überhaupt geben kann. Die hatten da massiv Probleme, die Leute wollten dort in der Interviewzone gar keine Interviews geben. Das war ganz witzig, ich weiß nicht, wer das auch gesehen hat von euch. Hab dann aber weiter gelesen, dass eben die Etappen, was dann nicht mehr live waren, dass Odd Denek einen schweren Unfall hatte und die Rallye nicht mehr weiterfahren kann in Monaco. Ich glaube, er war zumindest bei der Live-Etappe, bei der allerersten, wo sie gefahren sind, glaube ich, Zweiter. Neville hatte ein bisschen Rückstand schon, Loeb ist aber auch mitgefahren, der war aber 10 Sekunden hinten, glaube ich. Es war, glaube ich, Ogier der Erste war, glaube ich. Bin immer nach der ersten Etappe zumindest dort. Aber ist egal. Jetzt mal zu unserer Etappe. Und zwar zur Epic, zur letzten. Da hatte ich gleich einmal einen guten Start. Hab dann eigentlich... Ja, die ganze dann jetzt dann zum Reden angefangen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann seht ihr den Einbruch. Dann kam die Katastrophe. Mehr oder weniger Katastrophe. Aber auch ein Abflug von mir, so wie der von Denek wahrscheinlich. Ich glaube, der ist mit 180 abgeflogen. Ich glaube, ich bei mir nicht so schnell, weil er ist ja Asphalt. Wir sind ja hier auf... Schotter unterwegs, ich komme da mit der Ding nicht runter. Muss ich mit der Maus arbeiten. Ja, haben hier ja 9 Sekunden bekommen, deswegen sehen wir hier 11 Sekunden Rückstand, weil 2 Sekunden haben wir durch Unfall verloren, dann wieder zurückgespawnt worden und dann 11 Sekunden Rückstand. Im Endeffekt hier bei der Etappe, also bei der Sektion 4 oder Sektor 4, habe mich dann gefangen, habe dann gesagt, so jetzt stelle ich das Reden ein. Hat dann auch relativ gut funktioniert. Das hat sich noch... Weiß nicht genau, warum ich da 4 Sekunden hier auch hatte, aber dann habe ich mich gefangen und wieder ein paar gute Sektoren gefahren. Zum Schluss weiß ich nicht, warum ich da auch wieder 2,86 verloren habe, obwohl ich da gar nicht so schlecht unterwegs war. Aber gut, die Zeiten müssen ja nicht unbedingt immer 100%ig stimmen. Der Loeb sieht man hier zum Schluss, hat dann nochmal einen rausgehauen hier. Unfassbar. Unfassbar gut, Sebastian Loeb auch am Start. So, jetzt können wir zurückgehen, dann zeige ich euch natürlich noch die Gesamtplatzierung, die bin ich euch auch noch schuldig. Wir haben die Rallye natürlich gewonnen, nur bei der Epic eben waren wir dann ganz knapp, ich glaube 2 Sekunden hinter dem Will, hätten wir auch gewonnen, hätten wir diese 9 Sekunden nicht bekommen. Wären wir konzentriert gefahren, ich hoffe, dieser eine Punkt wird sich dann am Ende nicht negativ auswirken, wenn es vielleicht doch um die WM geht. Wird natürlich jetzt sich entscheiden. Nein, entscheiden nicht, aber im Endeffekt entscheidet sich in jedem Grand Prix oder in jedem, bei jeder Rallye. Wir sehen auch, wie stark Neuville am Start ist. Und wir müssen bei jeder Rallye vorne mit dabei sein. Also mal einmal irgendwie Dritter werden, müssen wir dann die nächsten zwei schon wieder gewinnen, dass wir da, glaube ich, bei Neuville irgendwie dranbleiben können. Boah, es wird mega schwer, das, so viel kann ich euch sagen, weil Neuville wird nicht nachlassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Chance jetzt ist natürlich auch riesengroß, dass Ogier im Citroën nicht dabei ist, hier mal eine WM zu gewinnen. Ja, was ich mega schade finde, ist, dass im Citroën nicht mehr dabei ist, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, ein Citroën habe ich gesehen, was... Muss ich irgendwie privater gewesen sein, der ist aber ganz hinten gestartet. Also das ist wieder sehr schade, dass die ausgestiegen sind. Diese Politik wird und bleibt mir immer ein Rätsel.
Ja, herstellertechnisch sind wir auch 4 Punkte vor Toyota. Aufgrund meines kleinen Schnitzers hier, ich wollte eigentlich am Montag starten, werde ich vielleicht doch heute schon eventuell wieder die nächste Etappe aufnehmen, wenn ihr wollt. Und zwar die in Chile, also den ersten Tag. Mal schauen, wenn ich dazu komme. Ich hoffe, ich schaffe es. Aber gut, der Fehler wird mir auch nicht mehr passieren. Das wollte ich euch nur ganz kurz mitteilen. Hier nochmal die Gesamtwertung auch. Dänek insgesamt Dritter und auch in der Special Dritter geworden. Löb Vierter in der Special und auch hier in der Gesamtwertung Vierter. Und auch in der Rallye Vierter geworden. Lapi Siebter geworden, insgesamt Fünfter und so weiter und so fort. Ja, viel mehr kann ich euch dann jetzt eh nicht mehr sagen. Weiter geht's jetzt eben, wie gesagt, nach Chile. Ich muss mich nochmal entschuldigen für die, sorry sagen, eben für den kleinen Lapsus, dass mir da der Speicherplatz anscheinend nicht ausgegangen ist. Aber ihr habt jetzt die Ergebnisse gesehen. Ich bedanke mich trotzdem nochmal kurz für eure Aufmerksamkeit. Dieser kleine Nachtrag, dass ihr Bescheid wisst, wie es ausschaut in der WM und alles. Also, ja. In Zukunft wird es hoffentlich ohne Pannen runtergehen. Runtergehen? In Zukunft wird es hoffentlich ohne Pannen vonstatten gehen, die Aufnahmen. Aber gut, wissen kann man es nie. Mit dem, ich habe keinen Plan. Ich muss gleich nochmal nachschauen, warum ich da auf einmal so wenig Speicher drin gehabt habe. Ich weiß es nicht. Da muss irgendwas nicht ganz richtig sein. Gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, ich will zwar irgendwas noch reden, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Deswegen hören wir einfach auf. Und jo, also wenn es optimal passt, dann vielleicht sehen wir uns heute Abend noch zur Rallye, wenn es losgeht, in Chile. Und wenn nicht, sehen wir uns allerspätestens Montag um 18 Uhr zum Start dann in Chile. Ja, damit ist alles gesagt. Ich sage nochmal riesen sorry meinerseits, aber kann passieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.